Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Evoland 2. Im letzten Part sind wir zu Studenten geworden. Mal schauen, wie wir den Leuten hier mit ihren Problemen helfen können. Okay, muss ich auf die andere Seite, die Person anzusprechen. Seid gegrüßt, junger Mann. An diesem milizgebundenen Forschung zu euren Diensten. Apropos Dienst, wie wär's, wenn ihr mir einen erweist? Ja, okay. Perfekt. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz betreut. Ich habe mich genauestens an seine Anweisungen gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde es euch zeigen. Nummer 05 Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille eine der 7 Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann einen beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Wachturm auf ihrem Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird eine der Türme niemals eine Garnison haben. Welche? Moment. Entweder G oder I würde ich jetzt sagen. Allerdings könnte es genauso gut C sein. Irgendwie fehlt hier ein Hinweis. Wenn wir jetzt genau auf die Karte schauen, könnte es entweder I sein, C sein oder G sein, wo keine Miliz sich postiert. Oder? Moment. Wir starten mal bei A. Dann würden wir rübergehen zu B, dann zu C, dann zu D. Und bei D kann man entweder nach E oder nach G. Dann würde man beim 6. Wachturm bei F ankommen. Heißt, entweder E oder G werden die richtige Antwort. Oder man würde starten bei F, würde zu E runtergehen, würde dann zu D gehen, dann zu G und zu A und dann erst zu B. Dann würde C richtig sein. Andere Wege könnte man gar nicht nehmen. Ich würde jetzt mal sagen G. Okay, G war es mal nicht. Scheint euch nicht so sicher zu sein. Ich glaube, das muss mal überprüft werden. Okay. Ich möchte das nochmal machen. Wir wissen ja, es kann ja nur G, I oder C sein. Normalerweise. Nachdem die Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der 7 Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann einen beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Wachturm auf ihrem Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird eine der Türme niemals eine Garnison haben. Welche? Es würde auch ausgehen, dass B nicht. Wenn ich von A nach G zu F nach I nach D und dann zu C gehen, würde nicht B übrig bleiben.
Okay. Mach mir eh. Okay, es war doch eh. Ach ja, natürlich. Jetzt sehe ich stehe ich in eurer Schuld. Falls ihr also irgendwann mal ein Problem habt, kommt einfach zu mir. Also gut, ich mache mich auf, um meinen Bericht für den Rat zu entwerfen. Diesen Leistungspunkt für Militäreinsätze habt ihr euch redlich verdient. Okay. Hier hatten wir das mit den Sternen. Und oben hatten wir das mit den Zahlen. Versuchen wir einfach mal weiter. Oh, hallo. Seid ihr zufällig der Ersatztechniker, den sie geschickt haben, um mir zu helfen? Nee, eigentlich nicht, aber okay. Ihr habt ja euch ganz schön Zeit gelassen, stimmt's? Folgendes. Wir müssen die alten Rohrleitungen der Stadt austauschen. Ich versuche verzweifelt, den besten Entwurf für das Zusammenführen aller Verbindungsstücke zu finden. Aber das ist ein echt harte Nuss. Also, nehmt diese Karte und macht euch an die Arbeit. Nummer 06. Volles Rohr. Verbindet die Punkte A und B durch ein Netzwerk von Rohren. Die Verbindungsstücke in grün lassen sich nicht verschieben. Aber die alle müssen Teile des endgültigen Netzwerks sein. Bewegt die Rohre, um ein einziges Netzwerk zu bauen, das sich über die ganze Karte hinzieht. Kein Netzwerk, das sich über die ganze Karte zieht. Okay, die lassen sich nicht verändern, die großen hier. Heißt, ich habe jetzt schon Fehler drin. Nee, das kann nicht sein. Das hier muss auf jeden Fall nach unten. Wollte ich wirklich aufhören? Nee, will nicht aufhören. Wollte nur meine Auswahl zurücksetzen. Moment. Kann ich leider nicht verändern. Heißt, ich muss hier von oben ansetzen. So. Einmal zu rumdrehen.
Moment, ich muss ja alle verwenden. So. Was ist die Lösung? Ach, perfekt. Ich hatte befürchtet, es würde den ganzen Tag dauern. Danke, jetzt muss ich die Pläne nur noch meinen Assistenten geben, wenn er zurückkommt. Wann auch immer das sein mag. Ihr habt euch euren Leistungspunkt im Bauwesen wahrhaftig verdient. Okay. Ich möchte mir das mit den Sternen nochmal ansehen. So, das sind ja die Kometen, die sich treffen. So, und guten Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Moment. Diagonal. Ich glaube, ich weiß, wo mein Fehler war. Sie schneiden bevor und danach. Moment. Bevor und nachdem sie aufeinander getroffen sind. Oder aufeinander treffen, keine der anderen Sterne. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Diagonal. Moment. Ich habe ja so gedacht, dass hier niemand aufeinander trifft. Aber ich glaube, mit Diagonal meinten die eigentlich eher so nach oben. Beziehungsweise versuchen wir es einfach mal hier. Obwohl ich. Ich weiß nicht. Ob das die richtige Antwort ist. Bevor sie aufeinander treffen und nachdem sie aufeinander getroffen sind, treffen sie keinen der anderen Sterne. Schwierig. Das Rätsel ist gerade ziemlich schwierig. Also wenn ich jetzt raten müsste, dann wäre das entweder hier oder hier unten. Es sei denn, ich hatte schon wieder irgendwas falsch verstanden. Alles stimmt nicht. Ja, versuchen wir einfach mal hier unten. Okay. Ich habe schon mal irgendwas falsch verstanden. Okay, und hier hatten wir das mit der Kiste, die sich nicht öffnen lässt. Hier drüben haben wir auch noch vier Leute. Sprechen wir die mal der Reihe nach an. Die Bibliothek beherbergt so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich, doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Archivars. Ein kleiner Scherz, der sich auf das kaiserliche Zeitalter zurückführen lässt. Jedenfalls bin ich mit einem ordnungsbezogenen Problem konfrontiert, bei dem ich keinen Rat mehr weiß. Ich habe deswegen schon seit drei Nächten nicht mehr geschlafen. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Ja. Also gut, packen wir es an. Nummer 08. Kategorisch besser.
Eines der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Eines der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Okay, Moment. Ich verstehe das Rätsel gerade nicht ganz. Wenn hier jetzt irgendwelche Buchtitel oder so dran stehen würden, vielleicht. So ist es ein reines Ratespiel. Ich könnte gerade nicht sagen, welches Buch falsch eingeordnet ist. Vielleicht das hier? Nee. Wie gesagt, war es ein reines Ratespiel. Ich werde heute Nacht wieder nicht weiter drüber nachdenken. Kommt wieder, wenn ihr einen Geistesblitz habt. Okay, ein paar Rätsel verstehe ich einfach nicht. Da fehlt mir irgendwie die Logik für. Dann sprechen wir mal den nächsten hier an. Hallo, ich bin der neue Kryptograf für den Händlerrat. Sie haben mich mit der Entwicklung eines neuen Koordinatensystems zum Sichern von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr das gerne ausprobieren? Ja. Sagenhaft. Wenn es euch gelingt, mein System zu umgehen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte für Kryptographie. Okay. Nummer 02 Code. Welches der vier Symbole. Moment. Welches der vier Symbole vervollständigt die Serie unten? Welches der vier Symbole vervollständigt die Serie unten? Okay, wir haben zuerst einen Kreis, dann haben wir einen Kreis mit einem Punkt. Dann haben wir einen Kreis mit einem Punkt, der allerdings nicht ganz geschlossen ist. Dann haben wir einen Kreis mit einer Umrandung und zwei Punkten. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Punkt mit einem noch weniger geschlossenen Kreis. Schwierig. Mein erster Tipp wäre, dass irgendwas nochmal mit einem Kreis wäre. Mein zweiter Tipp wäre wahrscheinlich, dass das hier ist. Also das zweite von rechts. Ich meine, ich könnte da jetzt einfach drauf losraten, da es ja nur vier Antwortmöglichkeiten gibt. Allerdings weiß ich ja nicht, ob sich das nicht noch ändert. Ich glaube es zwar nicht, allerdings könnte es sich ja ändern. Moment, gehen wir nochmal vom Anfang an. Da haben wir einen Kreis. Da haben wir einen Kreis mit dem Punkt. Da haben wir einen Kreis mit einem Punkt, der allerdings nicht geschlossen ist.
Dann haben wir einen Kreis mit einer nicht geschlossenen Umrandung. Dann haben wir einen Punkt mit einem noch weniger geschlossenen Kreis. Wie gesagt, entweder das ganz rechte oder das zweite von links. Wäre jetzt meine erste Antwort. Und meine zweite Antwort wäre dann das zweite von links. Schwierig. Ich sage jetzt einfach mal das zweite von rechts. Okay, das hat sogar gestimmt. Was? Ihr habt den Code geknackt? Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Lasst mich in Ruhe. Oh ja, ihr kriegt Leistungspunkt. Hallo, meine Freunde. Es ist mir eine große Freude, eure klassische Melorei zu erklären. Ihr möchtet lernen? Ich danke euch, meine Freunde. Nummer 7. Klassische Malöre. Malerei? Okay. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farbe so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit einem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. Okay, das sollte ja nicht so schwierig sein. Oder? Moment. Es darf keine zweimal in derselben Spalte, auch nicht in derselben Reihe sein. Nee, ich will nicht aufhören. So, wir gehen jetzt einfach mal von den festgelegten Punkten aus. Heißt, hier darf schon mal kein rotes sein, hier darf kein gelber sein. Hier darf kein blaues sein und hier darf kein violettes sein. So wie hier kein grüner sein darf. So rum? Nee. Hier sind noch zwei blaue untereinander. Blöd. Jetzt. Bravissimo. Ihr verdient euch die Leistungspunkt für klassische Melorei. Ihr seid Student, ihr werdet schon sehen, Optik ist so simpel wie das A und BC.
Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das schaffen. Okay. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Nummer 99. Optische Option. Ein Strahl aus. Moment. Strahl aus. Quelle A muss in die Hauptquelle B gelenkt werden. Bewegt die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken, während ihr alle 6 Kristalle aktiviert. Okay. Nein, nicht aufhören. Ich möchte einfach nur die Auswahl hier beenden. Ich kann auch einfach den hier ändern, den Winkel. Das sollte einfacher gehen. Okay, nee, Moment, dann muss ich. Hier hin. Nee, das kann nicht gehen. Moment. Muss eigentlich so machen, dass ich hier unten das so rumlenke. Ich fange jetzt einfach mal von Start an. Das heißt, ich muss so rumlenken und hier so. Jetzt aktiviere ich hier die. Allerdings kann ich das hier noch um eins runtersetzen. Dann würde mir allerdings immer noch 2 Kristalle fehlen. So. Oh. Habt ihr es gelöst? Tja. Ihr habt Leistungspunkte für Optik verdient. Ja, die Lehre der Reflexion. So, versuchen wir das nochmal mit den Büchern. Kategorisch besser. Besessen. Eines der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Ich weiß ja leider nicht, nach welchem Zyklus das hier gemacht wurde, das Einordnen. Deswegen muss ich einfach gerade raten. Gehen wir einfach mal aus. Die sind alles so geordnet, dass aufsteigend ist, beziehungsweise dann wieder absteigend. Müssen wir eigentlich nur herausfinden, welche Bücher nicht aufsteigend oder absteigend sind. Das wären die zwei hier. Nee. Okay. Ich werde heute Nacht weiter darüber nachdenken. Kommt wieder, wenn ihr einen Geistbesitz habt.
ist blöd. Das mit der Kiste. Seid ihr denn ein Student? Bla bla bla, das kenne ich ja schon alles. Ja, ein paar Minuten. Das ist ganz nett. Mysteriöses Relikt. Diese Tür öffnet sich. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der goldene Knopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln? Letztes Mal hatten wir hier unten die 1 und hier oben die 1. Ich versuche jetzt einfach mal die nächste 1. Ich glaube, fast das bei einer 1 startet. Nee. Ja. Lass uns einfach nochmal ausprobieren. Ich meine, es könnte ja auch nicht in Zahlenreihenfolge, sondern man muss sich das, glaube ich, ein bisschen so vorstellen, dass hier eine 0 rauskommt. Würde ich jetzt sagen. Allerdings ist das auch nur eine vage Vermutung. Puh. Da müsste man eigentlich mit einem Startwert von 3 anfangen. Dann immer Plus und Minus machen. Also wenn man mit 3 anfängt, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2 oder so. Naja. Wir haben ja auch schon vom letzten Mal festgestellt, dass das so aussieht, als wären das Pfeile. Ja, ich versuche es einfach noch mit 1. Der Inhalt wird sich wohl auf ewig entziehen. Okay, Moment. Ja, die Sterne. Ich möchte das nochmal besuchen. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Immer diagonal. Moment. Wo ist vertikal? Ja, wohl, das geht doch gar nicht. Das sind überall Sterne. Sie schneiden bevor und nachdem sie eingetroffen sind, keinen der Sterne. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Okay. Das geht gar nicht. Hier sind überall Sterne. Und jetzt Diagonal. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr den Begriff Diagonal gehört. Jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken, was nochmal war. Aber so müsste vertikal sein. Und von oben nach unten müsste diagonal sein. Aber das geht ja gar nicht, denn hier sind überall Sterne. Und wenn die vor sie zusammentreffen und danach keinen Stern treffen. Das kann gar nicht funktionieren. Egal in welchem Blickwinkel man das sieht. Im Vertikalen wäre es einfach. Da würden sie einfach hier in der Mitte zusammentreffen. Wenn man es von der Schräge sieht, können die hier unten... von hier unten nach hier oben fliegen
Ohne jemanden zu treffen oder von hier unten nach hier oben fliegen, ohne jemanden zu treffen. Es sei denn, hier wurden die Kometen schon eingezeichnet und man sieht es nur nicht. Ich stehe eindeutig auf der Leitung. Ich habe keinen Plan, wie das Rätsel gelöst werden muss. Aus welchem Blickwinkel man es machen muss. Wollte ich wirklich aufhören? Ja. Okay. Nein, ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort war. Okay, aufhören kann also auch eine Lösung sein. Okay. Moment. Ist das vielleicht die Lösung bei den Büchern? Wirklich aufhören? Ja. Okay, das ist auch nicht die richtige Antwort bei den Büchern. Wie gesagt, bei den Büchern bin ich mir so unschlüssig, beziehungsweise es gibt auch keine Hinweise, welches Buch falsch sein könnte. Ich sehe auch gerade, dass der Part schon wieder viel zu lange geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von EOLAND 2 wieder. Ciao.